Oh, die Beete sieht auch super aus. Da gehen wir gleich mal näher heran. Seid erstmal herzlich gegrüßt da draußen. Ich habe es wieder im Garten geschafft. Ich habe wieder kreative Energie gefunden. Es ist ja immer nicht so leicht, so ein Video zu drehen. Vor allem, wenn ich an das ran möchte, was ich so aus mir fließen lassen möchte. Ja, ich stehe hier zwischen meinen Beeten. Keyhole-Beet, ehemalige Zuschauerbeet. Da hat man eigentlich schon einen neuen Namen, der ist schon wieder entflohen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Ist immer ganz gut, so die Sachen ein bisschen zu markern. Ja, damit ihr euch auch ein bisschen orientieren könnt, wenn ihr dann mal irgendwie einen Videotitel seht und da das irgendwie drin vorkommt. Schauen wir mal. Jo. Es gab natürlich im Garten eine riesige Pflanzzeit. All die vorangezogenen, oh, ich darf gucken, wie neben euch gerade die Wildbienen ein bisschen Wasser schlürfen. Nee, gar nicht. In diesem Fall ist es eine Honigbiene. Da konntet ihr sie kurz noch sehen im Bild. Ja, ich möchte mit euch heute einmal den Garten erkunden. Ich war ein paar Tage nicht so wirklich hier, mal so zwischendurch sporadisch, spontan. Das Wetter hat auch nicht so mitgespielt, Sturm, Regen. Ja, und was das alles so mit dem Garten gemacht hat, ist eine Wucht. Das ist jedes Mal eine Freude. Das wird sich jetzt sowieso steigern in den Sommer rein. Ja, also dieses Jahr, Flo, wir haben ein ganz schönes Fass aufgemacht, denn wir können uns hier so richtig was optisch um Ohren hauen, das kriegen wir gar nicht verarbeitet, so schön ist das. Mir geht es jetzt schon so, ich spüre den ganzen Garten, die ganzen Pflänzchen, die da jetzt so drin sind, und die möchte ich jetzt Beet für Beet euch zeigen. Einmal an alle Ecken überall mal so ein bisschen rüberschwenken, aber ein bisschen eine komprimierte Sache, weil es natürlich um das Auspflanzen geht, um Mischkulturen, bisschen die Vorgänge im Garten mitnehmen, was wir da so gemacht haben, und ja, los geht's. Und als allererstes möchte ich nochmal Werbung machen für Insektentränken. Bitte, na, kriegen wir gerade Besuch? Ich habe das gehört. Also, eine Insektentränke im Garten, die ist nicht zu unterschätzen. Die Insekten werden sich freuen, vor allen Dingen die Bienchen sehe ich hier super oft, ob es die Wildbienen sind. Ja, die Honigbienen, wie gerade schon mal aufgetaucht. Hier haben wir, ich gehe mal ein bisschen weg, vielleicht kommen sie ja. Ein bisschen hier auf Abstand und tingeln mal ein bisschen rum. So, da könnt ihr wunderbar sehen, die Insektentränke wird schön genutzt. Herrlich. Das kann ich jedem nur empfehlen. Also die Biene, die hat sich da jetzt auf den Stein gehockt, guckt mich gerade an. Und die ist bestimmt, ja, sie putzt sich. Jetzt habe ich sie ein bisschen verschreckt. Also bitte, Insektentränke im Garten, die Bienchen, die haben nicht nur Lust auf eine schöne Blühwiese, sondern letztendlich auch auf ein bisschen Wasser im Garten. So, lassen wir sie mal in Ruhe. Ja, jetzt wechseln sie sich ab. Schön. Ja, ich stehe hier mitten in meinem Garten und das ist ja immer so ein ganz beliebter Ort, wo ich starte, wenn ich so reihum gehen möchte. Ich habe hier in der Mitte die Wasserstelle, da kommt Wasser her, und wenn ich dann mit einem Schlauch hier durchgehe, sofern ich nicht mit der Gießkanne durchgehe, dann ist das auf jeden Fall eine Geschichte, ja, die ich hier schön im Kreis angehen kann. Der ganze Garten wurde so angelegt, also wenn man außen mal rumgeht, es ist immer die gleiche Richtung. Ja, hier zu dem Wasseranschluss. Und ja, das geht hier einmal rum. Dort gab es auch mal was, das haben wir aber ein bisschen aufgebrochen mit der Zeit. Ja, und hier rechts natürlich auch nicht. Aber ich würde mal sagen, wir fangen hier einmal im Uhrzeigersinn an. Und das, was sich da so anbietet, ist das Keyhole-Beet. Und das Keyhole-Beet, das hat natürlich schon ordentlich Pflanzen drin. Und wir wollen mal gucken, was übrig geblieben ist. Beim Übrigbleiben, das schiebe ich mal gleich vorweg. Wir haben definitiv weggefutterte Salate, wir haben weggefutterten Kohl. Erbsen habe ich auch entdeckt, dass sie weggefuttert wurden. Da hatten wir schon mehr von Flo, also ein paar sind auf jeden Fall weg. Ja, aber wir kommen zum Keyhole-Beet und da gehen wir mal nah ran. So, das Keyhole-Beet, für alle, die das nicht kennen, das ist ein selbstdüngendes Beet. Warum selbstdüngend? Das Beet ist so aufgebaut, dass in der Mitte Kompost ist. Da kommt natürlich nichts rein, was stinkt. Mir fällt sowieso nichts ein, was da irgendwie stinken könnte. Gerade wenn man mit effektiven Mikroorganismen arbeitet und Mulchmaterial. Jo, denn sollte das keine Probleme geben. Hier hat sich noch eine Ackerwinde eingeschlichen, die müssen wir irgendwie noch rausholen. Ja, aber ansonsten steht das Ding richtig gut da, auch wenn wir mal einmal so rüber gucken. Am Beikraut ist nicht so viel zu sehen. Hier an den Rändern hat sich zwischen den Steinen was natürlich breit gemacht, genauso wie hier. Das sind dann natürlich dann so Gäste wie, ja, Brennnesseln, Ackerwinde. Die wollen wir dann doch schon irgendwie ein bisschen eindämmen. Genauso wie die Quecke. Und hier an der Seite könnt ihr das sehen. Das ist eigentlich schon ein Beispiel dafür, wie das aussieht, wenn wir dabei waren.
Das sieht natürlich jetzt schön aus, aber da gibt es natürlich Wurzeln und so, die sich dann wieder weiter breit machen. Ackerwinde, 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 Ackerwinde. Also da haben wir auf jeden Fall noch ordentlich zu tun. Und bevor wir ins Kiholbeet reingehen, hier in der Ecke ist ja noch so ein bisschen Blühstelle. Da können wir sogar schon was sehen. Was haben wir hier denn? Wow! Neben dem Hirtentäscher gibt es noch ein Pflänzchen, was schöne, herzförmige Blätter hat. Ich weiß nicht, was das ist. Kennt sich jemand aus von euch da draußen? Kann hier an der Stelle weiterhelfen. Auf jeden Fall Blühgeschichte in der Ecke nicht zu kurz. Ja, da ist sogar noch ein zweites Pflänzchen davon. So, und wir gehen hier einmal rüber zu dem Anbaubereich. Hier haben wir ja richtig schön stehen. Bunte Beete in Rot, in Gelb, in was weiß ich, was da irgendwie noch zwischen ist. Und das ist eine Geschichte, die haben Flo nicht recht früh reingebracht. Deswegen, wir freuen uns darüber. Und was Tolles, ich hatte die Blätter in der Hand, die sind richtig schwer. Das hatte ich noch kein Jahr bisher. Wir haben auch überall Ackerwinde zwischen. Ja, die sollen uns aber ja, erstmal nicht stören. Hier haben wir Kohl. Und noch nicht angefordert, gutes Zeichen. Um den Kohl herum habe ich Zwiebeln gesteckt. Da haben wir Zwiebeln drin. Ja, das ist hier vielleicht wilde, wie heißt sie denn noch? Wilde Möhre könnte das sein oder vielleicht sowas in Richtung Liebstöckel. Da müsste ich doch mal probieren, habe ich aber gerade keine Lust zu. So, da vorne haben wir eine Melone drin. Die hat den Platz angenommen und die wächst und die wird auch nicht angegriffen von irgendwelchen Tieren. Apropos Angriff von Tieren. Hier können wir schon deutlicher sehen, da waren irgendwie Schnecken bei, denke ich mal. Hier ist noch ein weiterer Kohl, sieht auch gut aus. Ja, hier haben wir noch eine Zwiebel drin, vielleicht auch ein Knoblauch, ich weiß es gar nicht mehr. Ein Salat hat sich doch noch gehalten, die anderen sind weg. Hier haben wir ein paar Zwiebelchen drin. Das müsste Speisechrysanthene sein. Ja, überall so ein bisschen was. Dann haben wir hier Zucchini. Zwei Stück, einmal hier vorne und da. Die andere ist richtig angeknabbert, sehe ich gerade. Das ist jetzt nicht so das Musterbeispiel von einer gesunden, durchkommenden Pflanze, aber so ist das nun mal. Aber Zucchini, da kommen wir bestimmt nicht zu knapp, da sollte genug bei rumkommen. Hier vorne haben wir noch die rote Gartenmelde, ja, unterschätzt. Für viele im Volksmund ein Unkraut, ein Beikraut, was auf jeden Fall essbar ist, im Salat. Übrigens super, super lecker, also das hat mir mein Umfeld auch noch bestätigen können. Es geht nicht nur mir so. Da vorne haben wir einen Salat drin. Und hier war eigentlich auch überall Kohl. Hier ist nur einer zu sehen. Da ist einer zu sehen. Ja, ansonsten hier ein bisschen Zwiebel und so. Also die zwei Kohle sehen gut aus. Wunderbar. Hier haben wir noch drei Tomatenpflänzchen drin. Wo ist das dritte? Da. Und hier unten haben wir ein bisschen Kresse, Alfalfa. Ich meine, das war Alfalfa. Super lecker im Salat. Und die Tauben mögen es auch, habe ich festgestellt. Bei mir ist gerade eine Taube auf dem Balkon am, ja, mit ihren zwei Babys, das ist schon, die sind schon geschlüpft, das ist echt ein Fest fürs Herz. Also direkt bei mir auf dem Balkon, ich konnte die ganze Prozedur mit ansehen, aus der Küche raus, gut fürs Herz, richtig schön. So, und dann darf ich noch von was ganz Tollem erzählen, eine wunderbare Überraschung. Die hatte ich vor ein paar Tagen, da bin ich hier in den Garten gekommen, war hinten bei den Anzugpflänzchen bei und durfte tatsächlich unter den Anzugpflänzchen etwas beobachten. Und zwar, eine Schnecke hat zu mir gefunden, ein Nützling. Es gibt jede Menge Schnecken im Garten, die euch das Gemüse wegfuttern können. Aber dieser eine, Tigerschnegel wird er genannt, das ist ein Nützling. Der futtert die Eier von den anderen Schnecken. Und wenn es um Revierverteidigung geht, dann geht er auch auf die los und vertreibt sie. Oder ja, es gibt wirklich Kämpfe und er ist deutlich schneller als normale Schnecken. Aber ich würde es euch nicht vorenthalten, hier einmal das Video. Ich habe mich riesig gefreut. So zieht da nach und nach die Natur hier im Garten ein. Es pendelt sich ein gewisses Gleichgewicht ein. So gleicht sich das nachher aus. Bei den Wühlmäusen, da gibt es natürlich noch ein bisschen Schräglage. Aber im Großen und Ganzen gibt es da natürlich auch, wie soll man sagen, Gartennützlinge, wenn man die Katzen dazu zählen darf, die sich dann auch gerne mal um die Mäuse kümmern. Also ich habe hier schon jede Menge Katzenbesuch gehabt, die freuen sich hier durchzutigern. Aber auch als ich die Wildkamera aufgehängt hatte hier im Garten, wenn ihr euch erinnert in der Vergangenheit, da durfte ich auf jeden Fall auch die Katzen beobachten. Also hier ist in meiner Abwesenheit oder in unserer Abwesenheit ist hier immer eine Menge los.
Ja, und in diesem Bereich hat sich einfach so viel getan. Also da muss ich mit euch auf jeden Fall im Detail durch. Das wird minimal umfangreicher. Es gibt super viele Pflanzen, verschiedene, die ich euch zeigen kann. Aber im Großen und Ganzen, damit ihr mal einen Überblick kriegt, wie wir das hier so alles miteinander vereint haben, gehen wir jetzt hier einmal rein. So, da wollen wir einmal hier rein. Wo fangen wir denn an? Können wir eigentlich einmal von oben ein bisschen einen Überblick schaffen, würde ich sagen. Fangen wir mit der Blühwiese an, bevor wir hier zu der Ertragszone kommen. Das wäre ganz gut. Ein Hotspot für die Bienen, für die Insekten und vor allen Dingen für die, ach, wie heißen sie denn noch? Heupferde, die riesigen, die mögen es hier richtig gerne drin, gerade wenn so Kornblumen und so größer sind. Alles lange, was irgendwie ein bisschen Versteck und Tarnung bietet, da sind sie dann drin. Hab da ja schon ein paar Aufnahmen geteilt in der Vergangenheit. Freue ich mich dieses Jahr auch ganz besonders wieder drauf. So, und dann gehen wir mal ein bisschen in den Abstand, damit ihr so ein bisschen auch sehen könnt, wie das so ein bisschen aufgeteilt ist. Also, wir haben hier natürlich vorne, wie angekündigt, eine Blühwiese. Da habe ich heute noch mal ein bisschen durchgehackt und ja, Saatgut für die Blühwiese eingebracht, das, was noch so fehlte, auch wenn letztendlich die Pflanzen, die da sind, schon definitiv ja, eine gute Auswahl sind. Also ihr könnt hier richtig Unterschiede erkennen. Wir haben hier einmal dort, das ist eine Königskerze, da haben wir eine Kronlichtnelke, da auch eine, dort haben wir noch eine Nachtkerze, eine wilde Karde, da hinten haben wir einmal den Lavendel, Sonnenblume, Zinie, Speisechrysanthene, da unten haben wir noch eine Ringelblume, ein Borretsch, vielleicht auch eine Sonnenblume? Nee, Borretsch vielleicht. Ja, und so ergänzt sich das hier alles, auch mit Lupine, die dann einmal hier zu finden ist. Jetzt gehen wir mal ein bisschen näher ran. Also Lupine ist durchgekommen, die war etwas größer, die Pflanze, und ihr könnt eigentlich da so an den Laub schon erkennen, ja, wie groß sie ein bisschen war. Es geht ja immer alles ein bisschen ein. Ja, und ja, von Phacelia, also hier vorne haben wir Phacelia, hier haben wir eine Minze drin, hier ist eine Sonnenblume, hier ist wieder eine Ringelblume drin. Ja, also da geht es richtig ab. Speisechrysanthene, Sonnenblume, ja, und dann überall auch wieder die Geschichtchen hier für Vögel und ach, sonstige Insekten, also ob das nun die Bienen sind oder die Libellen, die das super gerne mögen. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die darf nicht fehlen. Da haben wir natürlich hier auch wieder ein paar Elemente eingebaut. So sieht das hier aus. Hier haben wir noch eine Insektentränke, die trocken ist, aber das hat sich sowieso nicht so bewährt. Die scheint wohl irgendwie kaputt zu sein. Dann haben wir hier vorne Salat drin, eine Sonnenblume, hier haben wir einen Kohl drin. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Hier haben wir verschiedene Kohlarten, ob Rosenkohl, Blumenkohl, Kohlrabi, Brokkoli, das sind so die Sorten, die wir im Garten haben. Und hier zwischen habe ich dann mit dicken Bohnen ein bisschen was gemacht. Also einmal drumherum wieder dicke Bohne, dicke Bohne, dicke Bohne. Und dann haben wir ein bisschen größer im Kreis hier noch überall die Zwiebeln mit bei. Oh, ich dachte, ich hätte es rund gemacht. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen vertan. Macht aber nichts. Dann haben wir hier noch was, was wieder weggefuttert wird. Same procedure hier. Ja, und dann überall Pflanzen zwischen. Oh, gucke mal. Was kommt denn hier? Wen haben wir denn da? Das sieht doch mal nach Erbsen aus. Richtig gut. Topinambur, Borretsch. Ja, und dann hier auf der Ecke auch ein bisschen was. Das muss auch wieder Speisechrysanthene sein. So sieht derweil, ja, der Grünkohl aus. Treibt noch mit ein paar Blättern aus, die wir alle super gut futtern können. Richtig gut. Dann sind hier noch Kartoffeln drin. Gerade in dem Gebiet haben wir noch die rote Emmerli drin. Da ist wieder ein Kohl abgeknabbert. Ja, und so sieht das hier aus. Da haben wir noch mal fünf kleine. Was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Da müssen wir einmal hin. Abgeknickt. Also ich durfte hier eine Fußspur entdecken, schon beim letzten Mal. Hier ist wer durchgestiefelt. Hat, wie es aussieht, auch die Himbeer gekillt. Naja, aber Totgesagte leben länger, deswegen wollen wir mal gucken. Ich kann den hier mal einfach im Boden stecken, mal gucken, was er hier macht. Vielleicht wächst das an. Hier haben wir noch Mangold, genauso wie hier. Kapuzinerkresse ist mal irgendwie zwischen. Ja, da vorne auf der Ecke ist ein Salat. Und dann werden wir hier gleich mal den nächsten großen Schritt machen. So, und jetzt gehe ich ein bisschen in die Knie, damit ihr das besser sehen könnt. Verschiedenste Tomaten, sie sehen wunderbar aus. Kohl dazwischen. Die einzige, die nicht gut aussieht, ist da vorne die Zuckerbusch.
Was ist da denn los? Ja, da wollen wir mal gucken. Also wirklich die da an der Ecke beim Salat. Gut hingegen sieht Kohlrabi aus. Azurstar haben wir da. Hier vorne haben wir noch ein, wie heißt er denn noch hier? Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Kohlrabi Superschmelz, genau. So, und weiter guckend, hier hat man einen Salat weggefuttert. Hier war auch irgendwo einer weggefuttert. Ja, so ist das halt eben. Tomatenpflanzen könnt ihr alle erkennen, stehen super da. Bald mal wieder Ausgeizzeit. Hier haben wir noch einen Salat auf der Ecke. Ja, und das war es eigentlich von hier. Da mache ich doch mal einen Sidestep. So, hier haben wir noch Freunbäumchen. Sieht richtig gut aus, habe ich gar nicht gezeigt. Lemon Queen. Da unten ist noch eine Herzblattlilie. Beinwell an der Ecke, so wie da vorne. Vielleicht habe ich vorhin Beifuß gesagt. Ich bin mir nicht so sicher. Ist auf jeden Fall Beinwell. Hier haben wir noch eine schöne Tomate hier für die Zaungäste. Da sieht es richtig gut aus. Also da habe ich mal richtig Hoffnung. Hier haben wir noch am Gartenzaun eine Wicke. Und wenn wir hier mal weiter rumtingeln, könnt ihr ganz gut erkennen, dass der Flo und ich auch das Ding hier fertig gekriegt haben. Also ich rede nicht hiervon, sondern dem ganzen Beet. Wir haben hier vorne das Milpa-Beet soweit gerade vorgemacht. Wir haben auch ein bisschen abgespeckt, was den Mais angeht. Vorher waren zwei Reihen ziemlich dicht aneinander ausgepflanzt, ausgesät. Und dieses Jahr wollen wir einfach mal ein bisschen Piano machen. Ganz so viel Mais können wir sowieso nicht verwerten. Und das, was hier jetzt dieses Jahr rumkommen soll, das soll zum einen die Saatgutvermehrung sicherstellen und natürlich ein bisschen Eigenversorgung. Was haben wir hier drin? Roten Mais, gelben Mais, bunten Mais. Dann haben wir dort, wie heißt er denn so schön? Der Kürbis. Zwei Hokkaidos und einen, den ich nicht kenne. Das wird ein großer. Die zwei Hokkaidos-Größen kennt ihr ja dazu. Ich würde mal sagen, wenn der Mais den ersten Schub gekriegt hat, dann kann er nachher, können die Stangenbohnen dazwischen. So, brauche ich nicht näher zeigen. Kürbis haben die meisten von euch ja auch schon gesehen. Und ich würde mal sagen, es geht ab in der Richtung. Ja, hier gibt es super viele geile Sachen zu zeigen. Also dieses Jahr ist super, super vielfältig. Hier vorne im Beet ist was passiert. In dem ist richtig was passiert. Da gibt es auch eine super geniale Überraschung, über die Flo und ich uns riesig gefreut haben. Das war so ein Kandidat, den ich mir durchaus vom Wachenmarkt, von unserem, Händler des Vertrauens irgendwie, da hätten wir uns gerne noch sowas geholt. Aber ja, eine Pflanze, die eigentlich draußen nicht überwintern kann, hat uns das Gegenteil bewiesen. Und das zeige ich euch einmal vom Namen. Hier vorne ist ansonsten ja groß nichts passiert. Da hat einmal Flo angefangen. Wir sind aber jetzt nicht weit dabei gewesen. Was haben wir denn hier zwischen? Wir haben auf jeden Fall irgendwie Beifuß zwischen. Wir haben aber auf jeden Fall auch andere Pflänzchen zwischen. Was wächst hier denn hoch? Das könnte tatsächlich, eine Nachtkerze sein. Nee, Nachtkerze. Oh, jetzt konnte ich bestimmt nicht. Hier unten haben wir irgendwo Lavendel. Genau, da haben wir Lavendel. Da haben wir überall Vergissmeinnicht zwischen. Ich weiß nicht, ob das der, oh Gott, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen. Nee, da unten ist er. Genau, da unten ist der echte Bärenklau. Genau, guck mal, ich bin doch noch drauf gekommen. Bei dem weiß ich nicht mehr, wie sie heißen. Hat bestimmt mal wer kommentiert, dürft ihr gerne machen bei den Sachen, die mir nicht im Gedächtnis sind. Vielleicht willst du ein oder andere wissen. So, und der Überraschungsgast hier im Beet ist, die Zitronenverbene hat überwintert, unfassbar. Also die hatte ich abgeschrieben, dass hier nochmal was kommt, also super, super dankbar. Also der Flo und ich, als wir das entdeckt haben, das war ein Freudenfest, echt richtig schön. Dann haben wir noch Beinwell dazwischen. Ja, und hier vorne sonst nichts zu zeigen, außer hier Sonnenblumen, da habe ich noch ein bisschen was in den Boden gesteckt, auch Saatgut reingeworfen. Dann haben wir noch Topinambur. Und eine Lupine. Ja, hier vorne gibt es sonst nichts zu zeigen. Der Teil hier kann mal wieder ein bisschen Liebe vertragen. Da möchte ich jetzt nicht so groß durchstiefeln. Ich habe ja nun auch Zecken im Garten und das gilt es gerade zu meiden. Ja, hier Unterschlupf für die Igel und sonstige Tiere, Vögel. Haben wir auch schon den Zilpzalp drin gehabt in der Vergangenheit. Und wenn ich hier so durchgehe und auch hier an dieser Stelle stehe und mal ein bisschen runter gucke, da haben wir tatsächlich ein schönes gelbes Pflänzchen, schon ein paar Mal gezeigt, den Namen habe ich immer noch nicht drauf. Kommt irgendwie noch, hier hinter übrigens ein Sauerampfer, super lecker, müssen wir mal probieren. Ist eigentlich ganz leicht zu erkennen, vor allen Dingen am Geschmack dann. Ja, und hier vorne haben wir überall am Rand diese schönen gelben Blümchen, herrlich.
ein Traum, wie ich finde. Und wir haben noch keine Kartoffeln gesteckt. Wir haben quasi das dieses Jahr nicht so wirklich auf die Kette gekriegt. Viele Wochen hatten wir es vor, wir haben es nicht hingekriegt. Aber naja, wir haben geerntet und wohl nicht gründlich genug. Und somit hat dieser Bereich, hier müssen wir schon gar nichts mehr machen, die haben sich selber quasi ausgesät, die Kartoffeln. Und im Großen und Ganzen sieht das im Rest auch so aus. Ja, es gibt so ein paar Lücken, da können wir auf jeden Fall nochmal was reintun. Und ja, Kompost, ne? Also die Geschichte, die werden wir noch frei machen, aber hier warten wir dann auch noch Kartoffeln. Auch ein paar noch zum Essen. Gibt's hier gar nicht. Ganz weit oben ist ein Greifvogel. Wow, schön. Der zog gerade seine Kreise. Ja, hier die Maschinengeräusche haben mich ein bisschen rausgebracht. Aber wollte ich doch mal warten, bis das weggeht. Aber jetzt ist der so, das wollte ich noch mit reinnehmen. Also, hier sind wir schon fast fertig. Im Grunde genommen gibt es hier in der Ecke noch ein bisschen was zu beobachten. Einmal hier vor mir habe ich heute auf dem Sperrmüll gefunden. Das ist eine Futterstation, die ein bisschen marode ist. Im Grunde genommen fehlen hier die Möglichkeiten, dass die Vögel da irgendwo drauf sitzen können. Ist aber eine Futterstation, die ansonsten intakt ist. Die werden wir schön machen und dann irgendwie als Futterstation dann auch weiterverwenden. Jo. Hammer, oder? Also der Garten, der strotzt in jeder Ecke vor Überraschung. Ansonsten hier vorne gibt es noch jede Menge zu entdecken. Vor allen Dingen hier das Stück da vorne und da wollen wir jetzt einmal ran. Also hier unten sehen wir auch ein paar Kartoffeln, aber das, was wir auch sehen, ist hier an der Stelle, dass auf jeden Fall ein paar Erbsen gekommen sind. Hier vorne können wir ein paar entdecken und hier hinten dann auch nochmal. Da an der Stelle. Ja, das, was ihr da dann ganz viel in Grün seht, das ist Kresse. Einmal da vorne in den Röhren haben wir Salat eingepflanzt. Das funktioniert auch soweit. Auch ein bisschen Sonnenblume, ein bisschen was anderes. Hier dann nochmal die Futterstationen nahe. Ich finde, das kann man auf jeden Fall noch was machen. Ist natürlich noch viel altes Vogelfutter drin, ja. Und ein bisschen Müll, aber das sollte auch kein Problem sein, das wieder schier zu machen und ein schönes Plätzchen hier im Garten dafür zu finden. So, auch hier haben wir Erbsen natürlich drin und es waren mal mehr. Ich sehe jetzt nur noch zwei. Da ist noch ein dritter. Es ist unfassbar, was ich gerade wieder entdecke. Noch nicht drüber gesprochen. Also hier an der Stelle war eine Sonnenblume, die wurde komplett weggefuttert. Eine Sonnenblume, wer futtert denn Sonnenblumen im Garten? Ist es vielleicht der Tigerschnegel? Ich weiß es nicht. Vielleicht mag der die ja. Ansonsten, wenn da jemand Ahnung hat, bitte unten in die Kommentare. Ist gerne gesehen, wenn wir hier irgendwie unser Wissen vermehren können, ich das irgendwie auch in meinen Videos weitergeben kann. Dafür ist es gedacht. So, wir kommen irgendwie nicht um die Geräusche von verschiedensten Maschinen heute. Da kommen wir nicht drum rum. Den meisten Lärm habe ich schon ausgeblendet. Ich habe jetzt schon 1,5 Stunden gewartet, bis hier mal Ruhe einkehrt. Ist jetzt so. Ist mit drin. Ihr kennt das selber. Den Lärm, den stecken wir jetzt mal einfach irgendwie weg. Auch wenn es ein bisschen meine Energien stört. Lasse ich das jetzt einfach mal nicht zu. Ein bisschen Schutzschirm um Garten. Wir machen weiter. Und womit wir weitermachen, ist hier ein Beet. Hier haben wir eigentlich vorgehabt, ein Tomatengestell zu bauen. Aber im Großen und Ganzen sind hier nur Tomaten reingekommen. Das war ein Fehler von mir, aber es hat sich dann so ergeben. Also das ist eine Pflanze, die angebunden werden muss nachher. Dann einmal die auf der Seite. Dort haben wir die wilde Johannisbeere. Das ist eine Zuckerbusch, somit eine Buschtomate, muss nicht angebunden werden. Da genau das Gleiche. Und hier haben wir die Sunweaver. Die wird hier natürlich mit stabilisiert. Da werden wir das Ding noch irgendwie dann ein bisschen kippen und so, dass das alles passt. Ja, und die Königskerze, guckt euch das an. Wow, die steht mal richtig, richtig gut da. Wirklich richtig gut. Ja, und hier überall die Goldrute, die wird länger und länger. Da bin ich nachher echt gespannt. Das ist nochmal größer geworden, was das hier an Insekten anziehen wird. Ja, es ist auf jeden Fall richtig schön. Hier vorne hatten wir noch eine kleine Blühwiese, aber das ist so ein Abteil, sage ich mal, im Garten. Das hat jetzt noch keine Priorität gehabt. Step by step, eins nach dem anderen. Es gibt nach wie vor im Hinterkopf dieses Ziel, die 6 Monate wieder aufzuholen. 6 Monate in quasi Abwesenheit. Ich habe es ein paar Mal versucht, hierher zu kommen. Ich war auch ein paar Mal hierher unterwegs, musste das dann abbrechen und so weiter und so fort. Aber naja, es ist alles überwunden, Vergangenheit. Und ich denke, 6 Monate, die haben wir eigentlich schon echt gut nachgeholt. Oder? Was meint ihr? Das sieht doch schon echt gut aus. Ich denke mal, da wir hier stehen, können wir das ganz wunderbar mitnehmen. Also das ist so ein Bereich, hier haben wir auch ganz viel Ackerwinde nach wie vor.
dürfen wir uns noch drum kümmern, dass wir das ein bisschen einbremsen und so über die Jahre dann hier auch rauskriegen. Einmal switchen, was hatten wir hier drin? Radieschen. Dann haben wir hier irgendwie Spinat noch drin. Ja, hier sieht man das sogar, kommt das erste. Ups, jetzt habe ich das Blatt abgemacht, aber es hing auch schon auf 7:30. Denn Mangold, hier haben wir wieder Kresse und Alfalfa habe ich hier so ein bisschen mit ins Beet gepackt. Hier haben wir ja Rosmarin, hier haben wir auch eine Ackerwinde, Schnittlauch. Hier ist noch eine Distel, die wollen wir hier aber nicht haben. Wiesenknopf, oh, das ist ja hier ein schöner Teppich. Guck mal, wie schön das aussieht. Da kann man schon mal näher ran und hingucken. Richtig schön. So, und hier auf der Ecke sind natürlich auch Tomatenpflänzchen noch reingekommen. Ja, und das ist auch so die Ecke, wo ich den Tigerschnägel entlassen habe. Ganz genau sogar hier. Das ist da reingekrabbelt. Hier haben wir auf jeden Fall Kohlfraß. Da ist nicht mehr viel da vom Kohlrabi. Und hier unten ist ein Mini-Kohlrabi schon angefordert. Ich glaube, der ist sogar jetzt schon hin. Ich glaube, der wird nichts mehr. Naja, schauen wir mal die nächste Zeit. Die Tomaten hier sehen auch super aus. Jetzt sehe ich hier auch schon ein bisschen was zum Ausgeizen, ist aber noch nicht dran. Oh, dieser Geruch, ich rede da schon auf Entfernung. Zwiebeln sind hier wieder rumgekommen ein bisschen. Hier könnt ihr das so sehen, so ein ganz spezielles Muster. Sunweaver, Snowberry, Berner Rose und hier haben wir die Golden Currant oder Mirabelle. Eine sehr viel tragende, also während bei beiden Pflanzen so viel, sehr viel tragende Tomatenpflanze, halt so diese Cocktail-Tomatenform, Größe, wie auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, das Gras, das wächst echt schnell nach. Ja, hier vorne hat sich richtig was getan. Das ist natürlich auch was ich euch nicht vorenthalten möchte. Erstmal der Blick von oben. Ja, hier hatten wir ja verschiedenste Mischkulturen. Hier haben wir eine Reihe mit Radieschen, das sieht super gut aus. Ja, da unten auch schon die ersten weißen Ansätze, die auf jeden Fall noch ihre Zeit kriegen werden. Ja, hier am Rand war eine Reihe mit Möhren, da war eine Reihe mit Möhren irgendwie. Und da hinten sind eigentlich Zwiebeln angesagt, von den ganzen Sachen sieht man irgendwie gar nichts. Deswegen, ist halt so, abwarten. War ja auch so ein bisschen Versuch mit Mulch da irgendwie die Möhren hochzukriegen oder auch anderes Saatgut. Bisher ist noch nichts zu sehen. Dann einmal vom rechten Rand. Finde ich, die Erdbeeren sehen super gut aus. Dazwischen haben wir Zwiebeln. So. Ein bisschen Beikraut, kann auf jeden Fall raus noch. Hier könnt ihr dann auch noch mal ein bisschen die Ansätze sehen von den Eiszapfenradieschen, die wir hier drin haben. Und das war es letztendlich hier vorne schon. Ja, bei dem Beet wird es spannend oder bei den Beeten. Hier in der Mitte haben wir ein bisschen Gemüseanbau. Das sollte so ein bisschen für die Blühwiesen sein, wobei das natürlich auch so ist, dass hier Pflanzen zwischen sind, die man futtern kann. Gar keine Frage. Wenn ich hier die Stockrose sehe, kann man ja auch mal zum Beispiel Stockrosensalz auch machen. Da verfärbt sich das Salz in die Richtung, wie ihr das dann haben wollt, je nachdem, welche Blüten ihr verwendet. Ich weiß überhaupt nicht, welche Farben ich hier reinkriege. Oder wie hier reinkriegen, ja, ich muss immer mich noch umgewöhnen. Auch da ist eine drin, da hinten sind welche drin. Stockrosen, Akelei, es gibt so viele tolle Sachen, echt, was die Natur bereithält. Und dieses Jahr knallt uns das um die Ohren. Ich bin mir sicher, was wir hier dieses Jahr ausgebracht haben bisher und auch so an Fortschritten und überall hier. Und überhaupt die Hilfe, die ich durch Flo habe, das ist unbezahlbar. Hilfe kann ich auf jeden Fall, oder können wir eigentlich auch wir immer gebrauchen, kann man mal so sagen. In der Hinsicht habe ich mir mal was überlegt, vielleicht schmeiße ich das mal ein, weil sich das gerade so ergibt. Ich mache mir schon Gedanken, den einen oder anderen von euch da draußen mal einzuladen, hierher zu kommen und vielleicht auch mal mitzumachen, ein bisschen Gartenzeit genießen. Na, da flog ein bisschen Saatgut durch die Gegend, das war dann wahrscheinlich Löwenzahn. Nein, kann ich nicht wissen. Ist eine Vermutung. Hab mich rausgebracht. Also ich dachte an sowas wie ein Permakultur-Workshop. Vielleicht irgendwie noch zusammen essen, irgendwie wie man da zusammenkommt und sich letztendlich dann noch versteht, wie sich das ergibt. Sollte möglichst eine spontane Sache sein in der Hinsicht, wie wir uns das hier gestalten würden. Also ihr könnt ja mal irgendwie raushauen, ob das was für euch wäre. Ich möchte aber vorweg sagen, es ist nicht so, dass es in meiner Macht steht, die gesundheitliche Seite, die psychische Seite, das so zu machen wie jemand, der kerngesund ist und einfach mal einen Termin macht und hier die Leute einlädt und dann funktioniert alles. Das funktioniert bei mir ein bisschen anders. Es kann durchaus sein, dass ich aus gesundheitlichen Gründen ausfallen würde und das relativ kurzfristig. Das ist natürlich nichts, womit man planen kann.
Weiß ich, ist auch ein Problem im Alltag zwischenmenschlich, aber ich kann es halt nicht anders anbieten. Ich würde eher so sagen, falls jemand Interesse hat, kommt hier in den Norden, macht euch hier eine schöne Zeit, guckt, ob ihr bei mir unterkommen könntet. So dachte ich das vielleicht irgendwie. Vielleicht kommt ihr auch aus der Nähe und es klappt relativ spontan. Oder ihr sagt, ja, selbst wenn er spontan absagt, dann machen wir halt hier was anderes oder ich was anderes und genieße die Zeit auf anderem Wege und dann ist das auch nicht so schlimm. Also bitte ich da in dieser Hinsicht um Verständnis, wenn es in diese Richtung geht. Ja, schreibt mal bitte in die Kommentare, wer da irgendwie Lust hätte, Interesse oder ja, E-Mail schreiben könnte man mir dann auch, aber ich würde sagen, das greife ich dann an anderer Stelle auf, wenn ich das auch so ein bisschen organisiert habe und auch bereit bin, auf E-Mail-Verkehr einzugehen. Ja, das braucht dann auch dementsprechend Ressourcen. So, ich bin abgeschweift, wir sind ja im Garten, ich bin noch ein bisschen euphorischer und lauter geworden. Macht halt echt so Riesenfreude. Manchmal denke ich immer, wenn die Kamera weiter weg ist, muss ich lauter reden, aber das Mikro ist ja hier. Oh, ist gar nicht mal so versteckt. So ist besser. Ja, wollen wir hier mal gucken, was drin ist? Da fangen wir doch mal mit der Sonnenfalle an. Einmal für die Übersicht. Was haben wir in der Mitte? Rosenkohl. Da hinten steht eine Chili. Da haben wir einmal einen Kreis von dem Stuttgarter Riesen. Ja, sehr optimistisch, ich weiß, auch eng und so. Aber wir wollen einfach mal machen. Und ja, hier haben wir dann noch die dicke Bohne drin. Somit schließt sich der Kreis. Dicke Bohnen sind übrigens Stickstofflieferanten. Da wollte ich einfach mal gucken, ob vielleicht hier so ein Mix aus verschiedenen Pflänzchen sich irgendwie positiv ergänzen könnte. Und bisher sieht das ganz gut aus, bis auf angeknabberte Blätter. Also ich finde, das Beet macht jedes Mal Spaß, wenn ich das angucke. Und ich denke, durch die Steine und die Sonnenfalle wird das hier ein Fest, das weiter zu beobachten und ja, nachher dann auch an die Ernte ran zu dürfen. Wie ihr seht, haben wir mit Zwiebeln nicht gegeizt dieses Jahr. Ja, aber womit wir nicht gegeizt haben, auch nicht gegeizt haben, ist natürlich eine Vielfalt zu schaffen an ja, blühenden Pflanzen, die wir hier auch zwischen haben. Das ist wieder eine Zinie, hier haben wir eine Stockrose, hier haben wir eine grüne Gartenmilde, die man auch fordern kann. Die darf sich gerne ein bisschen verbreiten, die haben wir hier schon gut ausgedünnt. Borage, hier eine Pflanze, die wir irgendwo gefunden haben, wieder Borage. Borage, Sonnenblume, weiß ich nicht, Borage. Und hier ist Saatgut reingekommen heute, da entsteht noch mehr. Gehen wir rüber zum anderen, fangen wir mit der Akelei an. Das ist ja eine mehrjährige Pflanze, auf jeden Fall an den Stellen, wo ich sie sonst im Garten habe. Wunderblume, Ringelblume, Sonnenblume, da unten haben wir irgendeinen Klee. Und wieder Geräusche vom Himmel, ja, so soll es heute sein. Stressen wir uns mal nicht. Also hier ist auch Saatgut reingekommen. Da haben wir noch eine Stockrose. Klee. Also ist schon schön zu beobachten. Der muss jetzt auch genau über den Garten fliegen, ne? Das ist kein Wunder, echt. Also ich habe, das ist jetzt schon... Nee, bleiben wir mal beim Guten, bei den guten Energien. Ja, guck, Sonne kommt auch gleich wieder. Gleich, wenn man die innere Einstellung ändert, dann fügt sich der Rest. Ja, ich bin ganz in der Nähe hier von dem nächsten Blühwiesengeschichtchen und ja, guckt selber, hier sind verschiedenste Sachen drin. Ne? Ringelblumen, hier ist nochmal die rote Gartenmelde, vielleicht retten wir nochmal ein anderes Beet, damit wir schönen Salat ernten können und das vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen bunter wird. Ich denke auf jeden Fall visuell so, wenn ich hier durchgehe und die Sachen aussehe, dass ja, da kommt ein roter i-Töpfelchen hin, ein rotes i-Töpfelchen, dort rosa, dort weiß, dort gelb und irgendwie... ja, bin ich dann gespannt, was nachher draus wird und das ist dann irgendwie wie Naturkunst irgendwie. So, hier haben wir den Fingerhut, ja, bitte nicht den Finger reinstecken, giftig, vor allen Dingen im Mund dann danach, bitte nicht, auf keinen Fall. Kronlichtnelke, hier haben wir auch nochmal einen Fingerhut. So, und dann wollen wir mal da hinten weiter, ne, hier schon sind, Mann, ist der Liebstöckel riesig geworden, hat auf jeden Fall die 1,5 Meter geknackt. An dieser Stelle ist ja immer das Riesen-Liebesfest zu beobachten von diesen kleinen roten Käferchen. Wenn es hier nachher blüht, könnt ihr wieder drauf gespannt sein. Da gehen wir ran, das tobt hier vor Leben. Und ja, ein paar andere Insekten sind auch zu sehen. Aber diese zwei in Pärchen mit ihren Liebesnestern hier, das ist schon sehr auffällig. Gut, kommen wir zu Flohs Beet. Guck mal, Flo, so sieht es hier jetzt gerade aus. Und der Flo hat gerade beim letzten Mal entdeckt, dass wir hier noch Rucola haben. Mit den schönen Trompella-Blüten, die man übrigens auch essen kann. Alles wunderbar. Er hat hier eine Chili drin. Eine dicke Bohne. Soweit sind die. Das müssen Speisechrysanthene sein. Hier hat er den Azurstar. Hier unten haben wir die rote Gartenmelde. Die Schnecken mögen das. Eine Tomatenpflanze. Hier haben wir Zwiebeln. Wenig schwer zu erkennen.
Boah, hier unten war irgendwas, keine Ahnung. Eigentlich hatte er hier irgendwo Basilikum drin. Naja, jetzt haben wir hier noch einen Kohl, eine Wunderblume und in der Mitte wieder diese Kompassaktion. Da vorne in der Ecke sind noch Erdbeeren drin, Oregano, ja. Das haben wir noch nicht geschafft, da weiter beizugehen, aber ich glaube, irgendwann machen wir das auch noch mal frei. Denn auf der gegenüberliegenden Seite haben wir ganz viel Platz geschaffen für Insekten oder Kleinstlebewesen, die halt auch ja, so einen Raum sehr gerne nutzen, wo das auf jeden Fall ein Lebensraum ist, in dem sie sich hauptsächlich aufhalten, gerade im Schutz vor Tiere. Und hier haben wir auch jede Menge Minze. Mann, das duftet hier auf der Ecke, das ist echt intensiv. Wenn das hier dann nachher noch blüht, ist hier alles voll Bienen und Schmetterlinge. Ihr kennt das noch aus dem letzten Jahr, da sind echt schon ein paar tolle Aufnahmen entstanden. Ja, sonst sind wir hier durch. Können wir noch einmal switchen nach hier. Wir haben eine Vielzahl an Brennnesseln. Das wird sich wahrscheinlich dann sehr gut nutzen lassen für die Brennnesseljauche. Oh, hier ist Beinwell und Bienchen. Sind schon faszinierende Pflänzchen, wie ich finde. So, ansonsten alles dicht gewachsen. Hier wachsen Bäumchen. Ja, so. Ein bisschen Schatten kommt jetzt rauf. Das lässt sich nicht verändern, so wie die Sonne steht. Hier haben wir noch jede Menge Rhabarber. Das geht hier bald ans Ernten. Soweit ich mitbekommen habe, wir haben jetzt letzten Monatstag vom Mai oder vielleicht einen Tag davor, ist das beim Rhabarber so noch 2 bis 3 Wochen. Denkt an die Oxalsäure, wenn ihr da irgendwie was konsumiert. Ein bisschen informieren, ein bisschen nicht übertreiben. Alles in Maßen bitte. Ansonsten in den Kommentaren auch schon gewesen. Generell gibt es da nicht so viel zu bedenken. Und die Menge macht das Gift. Das gilt im Grunde genommen für alles. Hier haben wir dann noch eine Stockrose, die ich hier eingebracht habe. Hier Erdbeeren, Schnittlauch, Blutampfer, jede Menge Minze. Ja, das ist so ein Bereich. Es ist schön, ein bisschen Pflege brauche ich hier natürlich. Es gibt ja ein paar Regeln hier im Schrebergarten. Und ich möchte natürlich da keinen anderen ärgern hier mit dem Saatgut von den Gräsern. So, und jetzt kommen wir zu diesem wunderschönen Apfelbaum. Guckt ihn euch an. Ach, ich feiere ihn. Das ist so eine Freude, hier dran vorbeizugehen. Er ist dieses Jahr besonders schön. Und es hängen hier super viele Äpfel dran, potenzielle. Da haben wir mal ein paar. Da muss ich gerade mal switchen, weil das hier so schön ist zu beobachten. Ja, hier haben wir die Akelaie, die kann ich doch gleich mal ansprechen. Hat die nicht ein schönes Plätzchen sich ausgesucht, kommt dieses Jahr wieder. Dadurch komme ich auf das Mehrjährige, auch an anderen Stellen. Ja, und hier sind super viele Pflanzen im Beet. Guck mal, könnt ihr schon erkennen. Das Eckchen hier ist sowieso super schön geworden. Das haben wir jetzt noch nicht groß im Einsatz. Ist jetzt eher Schutz für irgendwelche Tiere, die sich da rein verkriechen. Sorry, ist so faszinierend. Gar nicht so leicht jetzt, um Schatten und gute Aufnahmen zu erzeugen. Also die Akelei habt ihr gerade gesehen, ein bisschen zur Orientierung, wo ich jetzt stehe. Dann haben wir hier die Lemon Queen samt Stützhilfe für den Baum. Das soll hier so ein bisschen rüber wachsen. Funktioniert ganz gut, wie ich finde. Hier haben wir die Weide. Auch ein schöner Blick. Man sollte öfter mal hochgucken. Viel, viel öfter, habe ich festgestellt. So, aber hier drüben sind wir noch nicht fertig. Hier haben wir natürlich noch durchaus mehr gemacht und die Pflänzchen kann ich euch alle noch mal zeigen. Hier haben wir noch mal Königskerzen, wunderbar. Nee, Blödsinn, das könnte ein Fingerhut werden. Ja, es kann auch bei anderen so sein, die ich so ein bisschen verwechselt habe vielleicht. Hier unten eine Kapuzinerkresse. Hier ein bisschen Totholz, ein bisschen was frei. Hier soll ja so ein Weg hoch entstehen, dass wir hier besser rankommen. Und hier gehen wir auch gleich mal rein. Ah, hier ist auch noch die Elfenschaukel. Hui! So, aber hier unten, da haben wir einmal Kapuzinerkresse, eine Tomate, wie unschwer zu erkennen. Ah, hier können wir gleich mal ausgeizen, guck mal, der ist doch offensichtlich jemand, der raus möchte. So, hier noch eine Tanja, nee, Blödsinn, das müsste die Gurke von der lieben Anni sein. Ja, und hier ist irgendwie jede Menge anderer Kram drin, der irgendwie, was ist denn da drin? Guck mal, wie viel Saatgut da drin ist, was ist da denn passiert? Okay. Bleibt es mal abzuwarten, was das wird. Kronlichtnelke. Da haben wir noch einen schönen Kohl und der sieht richtig gut aus. Da vorne auch nochmal eine Zucchini. Da hinten, da ist noch eine Sonnenblume, Zinie.
Ja, und an der einen anderen Stelle ist auch nochmal was anderes. Die Ecke gefällt mir mittlerweile richtig gut, oder uns. Ja, das ist ein echt schönes Fleckchen geworden. Mann, ist das weich hier. Ja. Da war der Sven ein bisschen bei. Wollen wir mal gucken, ob er die ganzen Brennnesseln und so rauskriegt. Aber das war praxisfremd. Da sind natürlich super viele Wurzeln vom Apfelbaum. Die wollen wir natürlich in Ruhe lassen. Somit haben wir eine Mischkultur mit Brennnessel, mit, wie heißt sie denn? Nicht Königskerze, sondern die Goldrute. So, weiter geht's. Sitzecke und so in progress. Und ansonsten ist das Geschichtchen hier durch. Ja, anscheinend sitzen hier ganz gerne mal Vögelchen. Hier haben wir ein bisschen Vogelmist in der Lemon Queen. Ja, aber das macht schon echt was her hier. Richtig schön. Ja, hier haben wir auch noch jede Menge Ackerwinde drin. Hier haben wir auch wieder das gelbe Blümchen, von dem ich erzählt habe. Boah, hier ist echt alles voll. Richtig voll. Aber gibt es jede Menge, die dann nachher noch runterfallen werden. So, und wir haben hier noch zwei wunderschön tolle, ja, frisch zubereitete Überblende-Versau. Da kommt der nächste Hubschrauber. So soll es sein. Hier stehe ich vor den zwei Beeten, die es auf jeden Fall in sich haben und auf jeden Fall ganz viel Liebe bekommen haben. Wie ihr unschwer können könnt, alles was so lange ist, ist hauptsächlich der Knoblauch, auch hier an dieser Stelle. Dazwischen hatten wir ein bisschen Möhre, wir hatten aber super, super viel Beikraut. In der vergangenen Videos bestimmt gezeigt. Aber jetzt ein bisschen befreit und das, was am Möhrchen da war, das kam dann auch. Und hier solche Geschichten, die gehen raus. Ja, und fangen wir mal rechts an. Also hier haben wir ein paar Möhrchen. Möhrchen ist echt eine Geduldssache. Ich finde das immer super aufwendig. Möhrchen ist jetzt nichts, was mir leicht gelingt, muss ich sagen. Was ich überhaupt nicht verstehe, weil es, glaube ich, zu den leichtesten Sachen gehört. Aber es liegt dann wohl immer im Auge des Betrachters oder an subjektiven Erfahrungen vor Ort, was letztendlich daraus wird. So, also hier da rechts noch Salat. Gemulcht mit Moos und drumherum ist so ein bisschen Komposterde gekommen. Das könnt ihr an diesen Stückchen auch noch sehen. Hier ganz wunderbar. Ja, hier, so soll das sein. Klebrig, knümlich. Also es ist kein Lehm, sondern es ist richtig schön verkompostiertes Zeug. So, und hier haben wir Mangold. Ist natürlich nicht im ersten Jahr, somit will das auch in die Blüte, aber das soll noch ein bisschen was für einen Salat produzieren. Auch die Möhrchen sind zu sehen. Ja, und hier links haben wir noch ein bisschen Salat reingebracht, da glaube ich auch. Ansonsten ist alles andere irgendwie nicht durchgekommen an Möhrchen. Der eine oder andere hier von den Knoblauchdingern fällt auch mal um. Ja, aber im Großen und Ganzen steht das schon fest, da die Geschichte. Ja, was herrlich. So, wo sind wir denn hier? Und hier sieht ein bisschen was anders aus, dazu dann gleich. Hier haben wir, Buschtomaten, Kohl, Salat, das sind so die Sachen, die hier drin sind. Auch Basilikum, aber mit Basilikum, Eigenanzucht und so weiter, bisher noch kein Glück gehabt, aber das Jahr ist noch lang, das kann noch kommen. Da seht ihr gerade mal meinen Blick, den ich gerade hatte. Ja, hier eine Buschtomate, die schon richtig weit ist, also toll, mega gut, hat aber einen komischen Wachstum dieses Jahr. Ich habe sie auch noch nicht so groß gehabt, eher nach ein paar Monaten oder so. Hier haben wir noch die Zuckerbuschtomate, ne? Also Buschtomaten musst du nicht ausreizen, für ihn, der das noch nicht weiß. Ja, haben wir Salat, hier ist auch ein Salat, kann ich schon verstehen, warum die auch jemand anders mag im Garten. Da haben wir noch Rotkohl, ach, hier haben wir auch noch einen Salat. Ja, und was hier wächst, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Irgendeine Ampferart, schätze ich mal. So, und dann möchte ich das auch nicht verschweigen. Es gehört dazu. Ihr kennt mich. Wenn irgendwas nicht gut läuft, dann sage ich das auch. Bei der Geschichte haben Flo und ich uns richtig in die Nesseln gesetzt, beziehungsweise ich. Ich habe Vorgespräche geführt, mich vergewissert, dass diese Platten, diese Dachplatten, die ich da drauf hatte oder wir da drauf hatten, dass die asbestfrei sind. Es gibt ja Eternitplatten mit und ohne. Und es ist im Grunde genommen fast recht schwer rauszufinden, ob jetzt was drin ist oder nicht. Nach meinen Recherchen könnte da drauf stehen AF, asbestfrei, dann hast du Ruhe. Oder NT, neue Technik oder Technologie. Und was gibt's noch? Dann gibt's noch erstmal Punkt. So. Und übers Internet da irgendwie was rauszufinden, das war unglaublich schwer. Ich konnte das nachher auch eingrenzen und die Vermutung lag sehr nahe, dass ich tatsächlich hier Asbestplatten hatte. Also alle Platten auch, die hinten gelagert wurden, inklusive denen, sind alle dahin zurückgegangen, wo sie herkamen. Jo, so. Bisschen Sonne haben wir noch. Was können wir uns denn nochmal angucken?
gibt ja noch so ein paar Ecken, ein paar Gegenden. Hier vorne könnte ich noch was zeigen. Hier haben wir nämlich jede Menge Johannisbeeren, die auch schon fleißig abgeknabbert werden. Oder es ist hier vom Peitschen des Windes alles runtergefallen, kann ja alles sein. Aber so viele sind hier gar nicht mehr dran. Vielleicht sind auch irgendwie die Vögel schon bei, ich weiß es nicht. Ich teile hier ja gerne auf der Ecke. Ja, jetzt wird das langsam brütend warm hier. Vor allen Dingen, wenn ich hier rumhüpfe. So, wir tingeln hier nochmal so ein bisschen in den Außenküchenbereich, der durchaus mal wieder Liebe haben könnte. Und hier nebenan steht etwas. Ja, das ist jetzt die zweite Überraschung, die kommt. Die steht aber nicht sofort an. Wir gehen gleich nochmal an eine andere Stelle. Aber wer gerade schon aufgepasst hat, hier steht eine Bananenpflanze. Das ist die, die zu Hause war. Die stand eine Weile beim Sven. Dann kam sie hierher und hat echt Prügel gekriegt. Wind, Regen, vergessen zu gießen und so weiter und so fort. Und sie steht immer noch, ist beim Sturm nicht umgefallen. So, und die sollte halt hier im Garten. Ja, dazu gibt es gleich noch mehr zu sagen. Dann haben wir noch Tomatenpflänzchen. Die habe ich quasi von einem ausgeizenden Trieb von der Sunweaver gezogen. Die gehen alle drei über den Gartenzaun. Die bleiben nicht hier. Die nehme ich mit nach Hause. Die sind woanders verplant. Und bei der Bananenpflanze hatte das ja auf sich, dass es ja so war, durch die Abwesenheit der 6 Monate, konnte man sich nicht so wirklich um die Bananenpflanze kümmern. Also sprich, irgendwie zum Überwintern fertig machen. Das war ja die Stelle da, die zeige ich gleich, aber jetzt habe ich das nächste wieder entdeckt. Sorry, das ist bei mir so. Ne? Bisschen Koordination schon, jetzt wird es gerade ein bisschen wilder. Hier haben wir einen Kürbis. So, der sollte hier irgendwie in die Richtung rüber wachsen. Er will aber in die andere Richtung. Da brauche ich dann nochmal vom Fachmann irgendwie. Oh, da sind Blüten. Ja, ich sehe, oder sind das. Nee, das wären. Doch, das sind Blüten. Ach, wie schön. Ja, da wollen wir nochmal gucken. So, und jetzt gehen wir mal rüber zu der Stelle und zu dem, was ich euch eigentlich zeigen möchte. Guck mal. Na, was fällt euch auf? Das gibt's doch gar nicht. Wie kann das denn bitte schön sein? Bananen überwintern nicht. Bei uns in Nordfriesland, bei Wind und Wetter, bei Minusgraden, bei Hasse nicht gesehen, hat diese Bananenpflanze überlebt. Wie geil ist das denn? Wir haben uns so mega gefreut, als wir das entdeckt haben. Ich habe das mega gefeiert. Die Bananenpflanze ist nicht tot. Sie hat es überlebt. Sie hat mit dem eigenen Mulch, der eigenen Bananenblätter, hat sie den Winter überstanden. Also hier sowas war dann da drüber. Ach, alles voll Kellerasseln. Die kümmern sich schon hier. Ja, und so ein bisschen frei gemacht, auch Komposterde hin. Und ansonsten, ja, ist das dann auch wieder ein mulchbarer Platz hier. Hier vorne haben wir schon einmal, wie heißt er denn? Der Mohn. Der lässt sich ja noch nicht so groß blicken, aber der dürfte auch bald seine Zeit kriegen. Also Beinwell, Bananenpflanze. Und dann haben wir noch ein bisschen Ehrenpreis gehabt. Ja, im ganzen großen Ganzen hat sich das hier so von alleine schon ganz gut gemacht mit dem Boden. Also die Quecke ist hier nicht weitergekommen. Die hat den Platz den Pflanzen gelassen. So, Lalle, ich würde sagen, im großen Ganzen ist das jetzt schon mal ein guter Anfang gewesen. Ich kann irgendwie mal vorab sagen, dass es vielleicht demnächst die nächste Überraschung gibt, denn ich erwarte hier Gäste, wenn das Ganze dann stattfindet. Ich habe vorhin schon mal die Gründe genannt, warum das nicht stattfinden könnte, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Aber wenn das dann stattfindet, das wird diese Woche sein, denn begrüße ich euch wohl nicht alleine aus dem Garten. Also ich werde nicht alleine im Video sein. Es kommt noch mal ein kleiner Zug vorbei. Also das ist echt heftig. Das ist jetzt die immer irgendwas. Zugfrequenz hier, Ticket und so, ne? Da war ja was. Ja, dann ist das jetzt halt ein bisschen höher, die nächsten 3 Monate. Aber eigentlich geht das. Also ich halte das aus. Ich habe mal neben dem Bahnhof gewohnt. Das ist der einzige Lärm, den ich irgendwie einigermaßen ab kann. Außer es kommt von diesem Quietschen, diese hochtönigen Geräusche. Boah. Da möchte ich mich vergraben, so gruselig ist das. Das habe ich natürlich auch mal hier. Ja, ist das nicht schön? Schönes Wetter. Ich darf hoffentlich diese Woche noch Besuch empfangen. Ich war jetzt hier, habe ein bisschen was geschafft, vor allen Dingen wieder ein Video gedreht. Das ist eine Schallmauer durchbrochen. Kreativphase hat wieder auf sich warten lassen. Lag so in den vergangenen Wochen daran, dass ich zu viel Stress von außen hatte, zu wenig Ruhe. Hier habe ich die auch nicht richtig gekriegt. Und dann geht Lars auf den Zahnfleisch und dann dauert das seine Zeit, bis er dann hier wieder irgendwie loslegen kann. Ich glaube, das sind jetzt schon 3-4 Wochen. Obwohl ich schon so jede Woche, spätestens jede zweite Woche, ganz gerne was rausbringen möchte. Das ist so ein Rhythmus, der mir gut tut, der mir gefällt und euch da draußen ein bisschen
bisschen Kontinuität gibt. Aber ihr habt das ja schon gesehen, ich habe so viele verschiedene Veröffentlichungszeiten mit meinen Videos, dass es durchaus schon so ist, dass da eigentlich Chaos ist. Ja, ich probiere ja Verschiedenstes aus. Letztens mal sonntags morgens und freitags abends und so. Und die Welt hat sich gedreht, sie funktioniert ein bisschen anders. Deswegen, das ist nicht mehr so wie am Anfang oder wie es mal war, sondern da muss man schon gucken, wie man da quasi durch den Algorithmus durchkommt. Und gerade bei solchen Sachen, wie ich hier mache, bei mir gibt es von mir keine geschaltete Werbung, in meinen Videos auch nicht, außer das sind irgendwelche Leute oder irgendeine Sache, die ich unterstützen möchte, weil ich sie gut finde, weil ich finde, sie bringt uns gesellschaftlich weiter. Ja, aber ansonsten habt ihr Ruhe vor solchen Sachen, absoluter Luxus. Ich hoffe nicht, dass hier irgendwer, jemand oder auf den anderen Plattformen auf die Idee kommt, mit Werbung die Videos zu zerbomben. In meinen Videos will ich keine Werbung haben, bitte nicht. Tu das nicht da draußen. Ja, wäre schön, wenn wir hier weiter durchgängige Videos gucken können oder ihr bei mir. Und wir da dementsprechend die Freude und die Achtsamkeit und die Atmosphäre haben, ohne dass wir da irgendwie rausgerissen werden. So, in diesem Sinne. Nee, anderer Sinn. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen. Immer wieder an alle, die bis hierher gekommen sind. Das ist ja nicht immer so. Ne? Mit dem Zuhören ist das so eine Sache. Gerade wenn man den ganzen Tag so viel zuhören und reden und was weiß ich alles irgendwie so vor sich hat, dann irgendwie noch Videos anzugucken, wo jemand so viel zu erzählen hat wie ich, ist ja nicht immer so einfach. Also danke dafür. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und ich sage Tschüss, euer Lars. Ich bin raus und weg.